Wir sind bei Monsterstand Nummer 48. Die U-Bahn hier in Rockford Hills. Ganz genau ist es eigentlich der Monsterstand, die Auffahrt zum U-Bahn-Parkdeck. Hier geht's hoch. Und der Landebereich ist dort drüben der nächste Bürgersteig. Schaut mal. Genau da drüben. Praktisch vor dem Eingang zur U-Bahn. Ihr startet am besten hier auf der Grünfläche mit einem Mittelsportwagen ungefähr bis hier, wo die Hecke endet. So. Und dann kann es losgehen. Weg, weg, weg. Monster Stunt Nummer 48. Sieht gut aus. Und geschafft. Ja, so weit musstet ihr gar nicht kommen. Hat es schon ausgereicht, die Straße hier zu treffen. Okay. Moment mal, habe ich es euch ja nicht auf der Karte gezeigt? Schaut mal. Ich fahre nochmal kurz. Kurz zurück. So. Karte. Hier ist der Absprungpunkt und hier der Landebereich. So, wir sehen uns gleich wieder. Monsterstand Nummer 49 ist hier eine Metallplattenrampe oder so Wellblech in den Elburo Heights, direkt neben dem Schrottplatz, den ihr auch kaufen könnt. Auto nahezu beliebig, Landebereich ist dort drüben, der kleine Feldweg neben dem Ölbohrturm. Ich zeige es euch nochmal kurz auf der Karte, damit ihr sehen könnt. Hier sind wir, Absprungpunkt, hier drüben müsst ihr landen. Lasst mal angehen die Sache, ich habe hier keinen Gummi mehr dran. Ich fahre nur noch auf der Felge, aber was soll's, ist mir egal. Ich versuche es einfach. Ja, Stadtbereich ist hier, einfach zurückfahren, bis es nicht mehr geht. Mal die Karre noch ein bisschen gerade stellen. So. Und los geht's. Monsterstand Nummer 49. Franklin, dein Special Skill kommt mir gerade zugute. Okay, sieht gut aus. Ah, schön. Hi. Skyline von Los Santos. Und. Jo, geschafft. Soweit musste ich gar nicht kommen bis hier zum Feldweg, das hatte schon gereicht. Wir sehen uns bei Monster Stunt 50 gleich wieder. Hey Leute, grüße euch zurück. Wir sind angekommen bei Monster Stunt Nummer 50, dem letzten Monster Stunt in meiner Serie GTA 5 Tips and Tricks. Alle Monster Stunts. Ein historisches Teil, das befindet sich hier. Genau. Moment, ich muss mal kurz hier muten. So. Hier ist der Steinhaufen, das ist der Absprungpunkt und ihr müsst praktisch einfach nur auf die Straße hier springen, auf den Freeway. Und am besten, also praktisch hier da oben drauf. Ihr nehmt hier Anlauf auf den Parkplatz, Auto relativ beliebig. Auf jeden Fall nicht der Rasenmäher. Ich habe hier ein SUV, wie ihr sehen könnt. Und ja, los geht's. Der letzte Monster-Stunt. Oh, shit. Klappt es? Ich denke schon. Sieht gut aus. Bitte kein Gegenverkehr. Nein. Okay, geht, geht. Sehr schön. Ja, das war's soweit mit allen Monster-Stunts. Ich werde übrigens euch noch in eine extra Playlist packen. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist, dass ihr die schnell findet, dass ihr euch die schnell hintereinander angucken könnt. Und was als nächstes kommt, fragt ihr euch sicherlich. Weiß ja noch nicht ganz genau. Ich habe einige Sachen geplant. Auf jeden Fall Waffen und Waffen und Rüstung, die Fundorte von Waffen und Rüstung, dann Kunstflüge, Messerflüge, also unter Brücken durchfliegen. Die Messerflüge noch und auf jeden Fall noch die Briefschnipsel. Und was ich noch hatte, war die Raumschiffteile natürlich. Die 50
Raumschiffteile, die 50 Briefschnipsel. Dann noch ein paar Easter Eggs und ein paar andere Sachen. Lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr haut rein und ich bin raus. Angehen. Monster Nummer 47 in Aktion. Weg da. Arschloch. Geht in Aktion, los geht's. Scheiß Passanten, die nerven dermaßen. Ja, na klar. Na klar. Mann. Scheiß Kopf am Hals. Lass mal angehen. Nicht zu viel Geschwindigkeit. Wichtig ist, dass ihr möglichst gerade kommt. Und los, Monster Star Nummer 47, weg hier. Ah, diese scheiß Passanten nerven dermaßen. Ja, wo klickt denn der? Juhu. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, na klar. Ein bisschen Kunstdesign, liebe Freunde. Ich glaube, ich schieße hier jetzt nie hinaus. Das dann Nummer 43 in Aktion und hier ja, eine kleine Kunstflugeinlage muss auch mal sein. Das habe ich mir verdient. Scheiße. Oh, oh. Es ist echt gar nicht so einfach, hier den richtigen Punkt zu treffen, dass wir nicht zu weit kommen oder. Das ist schon wieder zu weit.